Heute spiele ich und Mike eine Runde Bad Wars. Dabei wird sich aber eine Challenge in den Weg stellen. Ich bin der größte Noob und Mike ist der größte Pro. Werden wir es schaffen, einen Win zu holen? Und vergesst auf gar keinen Fall zu liken und zu abonnieren. Das ist ein einziger Klick und wird mich unglaublich unterstützen. Auch jetzt viel Spaß mit dem Video. Wir versuchen heute mal eine schöne, solide Runde auf der guten alten Map Tippis zu zocken. Genau. Mal gucken, ob wir sie gewinnen werden. Ich weiß es absolut nicht, aber ich hoffe schon mal, dass wir... Also, ich bin halt wissen, Freunde. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen habt, aber Mike ist halt der größte Bad Wars-Profi. Heißt also... Würde ich nicht mehr sagen. Ich war mal ein guter Bad Wars. Nein, hallo für das Video, du bist der Beste. Benutzt am besten bitte die Kisten, sonst buggen tatsächlich manchmal Items weg, die man droppt. Ich habe keine Ahnung von Gomme BW, muss ich dir fairerweise gestehen. Ja, aber Team Gelb sieht tatsächlich sehr sweaty aus. Nein, nicht, du hast die Diamanten, geh zurück. Oh, ich habe keine Blöcke. Hier. Danke. Der hat mich, das ist echt ein krasser. Also da musst du aufpassen. Ja, der kommt schon wieder direkt. Am besten immer eigentlich Fallen kaufen. Ja, was gibt's hier so für Fallen? Sind die gut? Clown-Falle. Also das eine ist sozusagen diese Falle, die sozusagen das macht, was der Magier macht. Die Roten wollen uns, aber sie sind noch nicht auf dem Weg, also die haben abgebrochen. Was soll ich machen, Mann? Ich hab nicht mal eine Picke. Ja, eine Picke kannst du ja kaufen, die ist ja dann Firma. Ich würde sonst sagen, wenn du jetzt nicht so auf den Modi bist, dass ich sage, yo, lass mal lieber, dass du in der Base bleibst, ein bisschen da aufpasst. Lass die mal durchkommen. Wenn du noch ein Dia hast, dann kauf bitte die Blitzfalle. Weil damit bleiben die erstmal mit der ersten Falle, bleiben sie sozusagen stecken, werden festgehalten und der Blitz macht dann nochmal extra den Damage, wenn sie sich bewegen können. Junge, du hast ja die Kombos, ich merk schon. Oh, den Bein runter. Ja. Ich bin durch. Bro, wie respawnen die so schnell, die Hacken? Oh. Hab beide bekommen. So, jetzt aber nochmal kochen. Hast du eine Axt dabei oder so? Nee, ich hab aber eine Pickaxe, das reicht. Let's go! Reicht das? Nein, Bett wurde nicht abgebaut. Okay, nevermind. Okay, ich wollte gerade sagen. Ich kaufe mir mal Iron-Rüstung und dann kannst du dir als nächstes... Iron. Was ist denn jetzt los? Iron-Rüstung. Die ganzen Sprachfehler heute wieder vom Mike, ne? Also ich, das ist einfach wieder... Die Iron-Rüstung. Die Gelben leben noch, ne? Wir müssen aufpassen. Entweder wir gehen jetzt drauf und löschen die halt aus, weil sonst sage ich gleich, mach du dir dann Full Iron hier, wenn du in deren Base bist, weil das brauchen die ja nicht mehr. Nee, doch nicht. Ah doch, hier doch bei mir. Feuerbejump! Pass auf, du kriegst Schaden, ne? Hab einen! Der andere rennt, glaube ich, dann andersseitig hier rum. Ich habe einfach 18 Gold, sei schon Iron. Hol dir jetzt Wege. Hol dir Wege. Unbedingt Wege holen. Aber ich weiß nicht, wer lebt jetzt noch? Violett und Rosa. Ja, und Violett war durchgehend in der Mitte, Violett, ne? Violett ist doch... Ja, nee, Violett ist doch easy, Digga. Ich sehe die gerade. Violett sind wir. Ach nee, Bro, wir sind blau. Wieso das? Es sieht bei mir aus, wären wir Violett, hä? Wir werden gepusht von Pink. Ja, die sind... Oh, der ist runtergefallen. Aber eigentlich haben wir wirklich for real gewonnen. Ah, lol, unsere Falle wurde ausgelöst. Deswegen ist er runtergefallen. Kannst du noch Diamanten... Kannst du eine Blitzfalle kaufen vielleicht? Ich habe 10 Diamanten, Junge. Wichtig. Ich bin reich as fuck. Ja, natürlich kann ich das. Eine Blitzfalle. Sehr, sehr wichtig. Ich hätte ja fast eine Blindheitsfalle gekauft. Okay, was soll ich mir von 16 Gold. Ein Bogen. 100% ein Bogen, oder? Nee, Bogen ist nicht mehr so Meta. Eigentlich, das Einzige, was man sich heutzutage holt, ist halt nur ein Feuerball. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt durchschaffe, durchzurennen, haben wir gewonnen. Der ist sowieso gestorben, also der ist sowieso bei sich in der Base. Okay, ich will jetzt mal ein bisschen einen auf Gomme Pro machen, ne? Spezielles Rettungsplattform holen wir uns erstmal. Boah, das brauchst du sowas von nicht, ne? Das, weißt du, das ist das Größte, was du jetzt theoretisch nur brauchst, ne? Hol dir einen Booster. Ein Booster und eine normale Brücke oder sowas. Du boostest dich nach oben und platzierst die Brücke einfach. So hast du auch eine Rettungsplattform, aber for free halt. Ja, haben wir jetzt halt schon 2 geholt. Warte, ich gehe direkt zum Gegner. Pass du mal bitte in der Base auf und spring ihn runter, wenn du kannst. Wait, ist das die Runde gerade schon? Bekommst du ihn? Nee, er hat wohl dir leider. Ah, okay, aber warte, ich komme auch mal rüber. Warte, ich geh rüber. Er ist halbes Herz gefühlt. Er ist halbes Herz. Ich hatte aber keine Rüstung, Junge. Also keine gute Rüstung. Der hat echt bessere Rüstung gehabt als ich. Boah, ich boost beim Digga so weg. Ja, let's go! Junge, was für eine geile Runde, Bro. Schreibt L. Alter. Aber das war eine gute Runde auf jeden Fall. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Und ich wünsche euch noch einen schönen, angenehmen restlichen Tag. Egal, Montag, Mittwoch, was auch immer. Haut rein. Ciao, ciao.